Was haben wir denn da? Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Erinnerst du Capri-Sonne? Oh, das waren die Besten. Ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinnerst du da? Ungefragt reinspaziert. Wie läuft's so mit Cartmans dämlichen Superheldenplan? Lass uns ein Selfie machen und Instagram-Freunde sein. Wuhu! Cooles Pick. Gute Nachrichten. Es gibt neue Ware im Babyshop. Siehst du nicht gut aus, sehe ich auch nicht gut aus. Spaß, ich sehe immer gut aus. Top. Ciao. Ich würde dich liken, wenn dein Outfit etwas schicker wäre.
Ich bin gespannt, welche neuen Werke du findest. Ich find euch schon noch, Miezis! Ah, oh. Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Hau rein, Neuer! Au! Ah. Für einen gewöhnlichen Sterblichen bist du echt schnell. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Wie ein Blitz. Unsichtbare sterben nicht. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halblang. Welches Blut? Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Gute Neuigkeiten. Ich bin dran. Omega Crash Extra. Cool and Friends für immer. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Bevor es Handys gab, mussten sich Kinder eine neue Familie suchen, wenn sie sich in der Mall verlaufen hatten. Habe ich echt Ja dazu gesagt? Huhu! Preise den Herrn, kleines irres Kind. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Huhu! Ausgezeichnet! Kommt her, Miezis! Hier, Miez! Das wird ein heißer Tanz! Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Du kleiner, schneller Bastard! Beeilen wir uns! Das habe ich kaum gesehen. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Zika-Infekt! Gute Arbeit. Ich gehe nur mal eben kotzen. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Scheiße für dich. Ich bin dran. Ich hab genug von dem Kack. Tank am Boden. Ihr habt verloren. Wenn ich ein Selfie mit dir mache, haust du dann ab? Hurra, geschafft! Hey, willst du ein Foto mit mir machen? Das war ganz schön wild! Wir sehen uns!
ein Selfie? Ja, gern. Vielen Dank, Schnuck. Fick dich, Mom. Ah, Wunderarsch, setz dich. Bin ich die Lebensberatung? Okay. Wie läuft's da draußen? Gutes Gespräch. Ich finde, du hast Potenzial. Und irgendjemand kriegt dich als Sidekick. Glückwunsch. Ich wollte mal über deinen Superheldencharakter reden. Er ist ziemlich scheiße, finde ich. Und ich werde dir 2 Klassen gestatten. Such dir noch eine Fähigkeit aus. Welche Fähigkeiten willst du deinem Repertoire hinzufügen? Cyborg. Psychiker. Elementarist. Blaster. Brutalist. Psychiker. Elementarist. Ein Elementarist. Wenn's regnet, bist du schuld. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ein Brutalist, wie das Ding oder ein angepisster Batman. Hey, die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du klein warst. Du lagst wach in dieser Nacht. Aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiegel. Du dachtest dir, wird mich je jemand lieben? Und dann hörtest du ein Geräusch, aber es war ein Babyweinen. Auf dem Flur sahst du 2 Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Du musstest unbedingt eingreifen. Du wusstest, du kannst sie aufhalten und benutztest zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Als Brutalist knacktest du mit den Knöcheln und machtest dich bereit. Deine Antwort war ein gezielter, brutaler Schlag. Zurückgeschlagen drehte sich sein Kopf. Scheiße, bist du ein Superheld oder so? Schwach schlug er zurück. Als er schon in den Seilen hing, stürzten sich von hinten 2 weitere Schurken ins Getümmel. Also wandtest du dich deinen neuen Gegnern zu. Du stürztest auf sie zu. Deine Abwehrbirnentechnik schließt den einen Einbrecher in den anderen. Du hältst dich für stark, aber du hast keine Chance gegen meine super Drogenabhängigkeit. Der Erste kam zurück und boxte dich. Sie hatten dich da, wo sie dich wollten. Wir haben dich genau da, wo wir dich wollen. Was wirst du jetzt machen, Superheld? Doch sie freuten sich zu früh. Dein Darm entfesselte eine mächtige Dröhnung. Scheiße, wie eklig! Ich ertrag's nicht mehr! Ha, einer der Schurken war so angeekelt, dass es ihn buchstäblich erledigte. Nach der Flucht seiner Gefährten kam der größte, hässlichste Eindringling näher. Er vergrub seine Fäuste in dir. Doch so reizte er nur dein tiefstes Inneres. Was absolut Brutales. Hey, ja, voll cool, Alter. Du hast gesiegt. Du nahmst das Baby, um es in Sicherheit zu bringen, und dann passierte das Unvorstellbare. Du sahst deinen Dad, deine Mom ficken. Und ab da musstest du mit dem Trauma leben, dass du, weil du ein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Ziemlich krass, Mann. Tut mir echt leid. Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter gefickt hat. Aber die Antwort musst du selbst finden. Cool and Friends Alarm! Cool and Friends Alarm! Ernsthaft, Leute! Alarm! Alarm! Cool and Friends Alarm! Hier, Kuhn, was ist los?
Kuhn, die Freedom Pals! Was haben Sie diesmal getan? Kommt schnell zur Main Street, beeilt euch! Wir kommen, Kuhn! Ende! Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach! Nicht trödeln, Wunderarsch! Hier lang, Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle! Mein Kuhnsinn dröhnt, die Freedom Pairs sind unterwegs, es wird zur Konfrontation kommen. Ja, hier lang, zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Ach, verdammt! Gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Ja, noch ein bisschen. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Wir sollten als Duo arbeiten. Erinnerst du dich, Twig? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als ich Kuhn und Friends verlassen hab. Ich mag Kuhn und Friends. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Twig vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn! Weil du ein Verräter bist und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen! Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere! Wir waren's nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf! Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Ja. Timmy! Was für ein Wichser! Kümmert euch um diese Arschkratten! Kampfmodus aktiviert! Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Schwere zur Action. Sehr befriedigend. Ich nuckel an dir, das nuckelt für dich. Ich bin Wonder Twig, Verfechter der Gerechtigkeit. Klingt ja voll schwul. Selber schwul. Moment, ich bin verwirrt. Überleg dir gut, was du tust. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Echt düster, Alter. Auto! Wollt ihr überfahren werden, oder was? Halt's Maul, es ist Civil War, Arschloch. Puh, okay. Also los. Megafaustschlag. Jetzt bin ich dran! Super Tornado aktiv! Vielleicht bringt dich das zur Vernunft! Ihr braucht schon Physik! Twig ist verletzt! Überraschung! Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm! Mücke dich! Ein kleiner Rückschlag. Ich werde über das Böse triumphieren. Und damit meine ich dich. Wen, mich? Du. Lahm. Nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten. Das war auch lahm.
dachte, dass ich Wonder Tweak in meinem Film besiegen soll. Ich lasse es jetzt krachen. Super Tornado! Ah. Denkst du immer noch, ihr seid die Guten? Ja. Blitzfreak, zischt los! Oh! Hurra! Zitronenriegel für alle! Gute Arbeit, Neuer. Allmählich hast du den Dreh raus. Warte mal, was ist mit Kuhn? Oh, scheiße, schnell! Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen. Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist er auf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Früher hat man mit Spielzeug noch gespielt und es nicht in der Verpackung ausgestellt. Ich werde dein Recht, diese Kleidung zu tragen, stets verteidigen. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Du freust dich sicher, hier zu sein. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Es gibt Gerüchte, dass in der ganzen Stadt Katzen verschwinden, Ma'am. Dürfen Katzen wählen? Nein. Also egal. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Kann ich von Nutzen sein? Fantastisch! Bitte schön. Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Timmys Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau in South Park hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pals glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pals sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pals Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort.
Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunder erstraut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt! Das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Hör auf!